Das ist aber der Grund, warum ich immer in den Nahkampf gehe. Bei Türmen. Da mache ich zumindest 50 Schaden und nicht 15. Nee. So, wir zerschlagen alles, was glitzert, um einen großen Kristall zu kriegen. Auch wenn die Chance sehr gering ist. So. Hier haben wir wieder einen Bossknopf und einen kleinen Bosskampf. Und einen ziemlich kleinen Bossraum. Ja, obwohl ein Bosskampf. Wenn man das so sehen würde, dann taucht in keinem meiner Folge. Oder in kaum einer meiner Folgen. Tauchte denn bis jetzt kein Boss auf. Aber ich nenne das Bossknopf, weil das ist ein Arena. So, und bei diesen rate ich euch, den Schild anzuwerfen und mit X darauf zu gehen, weil. Ja. Der geht durch einen durch und macht dann Betäubung. Und dann ist man für ein paar Sekunden gelähmt. Und das ist ein bisschen übel. Ich höre mir dieses Geräusch. Ich glaube, das ist er. Der Snarbolax. Und ihr dürft da schon nicht erkannt haben, das ist der Snarbolax. Den gilt es irgendwie zu besiegen. Wie? Oh. Keine Ahnung. Und jetzt kommt der dritte Schub. Der besteht aus Bäumen, aus Wandelbäumen, Schlägerbäume und Hundetürme. So, die schlagen zu. Das ist ja, und die machen Betäubung drauf. Da ist er. Ihr konntet ihn euch ansehen. Aber sobald er mich sieht, verbuddelt er sich immer. So, und einen Level tiefer. Oh ja, das war Wärme. Das war viel Wärme. Gloaming Wildwoods Wasterous Ruins oder so ähnlich. Und mein Leviathan Blade hat fast Stufe 10 erreicht und seine maximal Stärke dann Preis. Macht jetzt mittlerweile an den kleinen 52 Schaden. Und ja, die Geckos hier, die können mit ihrer Saugzunge tatsächlich Gegenstände hier oben aus dem Slot saugen und fressen. Und wenn wir die zerschlagen, kriegen wir die wieder, allerdings nur ein. Und meistens nehmen sie immer mein Leben. Oh, Green Shard. Die sind sauteuer. Für Neuankömmlinge. So, jetzt kommen wieder kleine Wölfe. Da. Neue Nachricht vom Aktionshaus erhalten. Habe ich bestimmt was verkauft. Weil ja, normalerweise. Du hast gar nichts hinterlassen, du Arsch. Gucken wir mal nach. Dark Shard für 549 oder für 499. Alles klar. Schreibe ich mir auf nachher auf die Liste. Schon wieder. Iron Gear. Für 250. Ein, wohlgemerkt. Die Dinger sind auch teuer. Für euch mache ich Ausnahme in den Preisen. Aber für die anderen nicht. Naja, schauen wir mal. Wir müssen anschreiben. Wir müssen mich anschreiben. Aua. Wir müssen mich anschreiben, dass ihr mein Aua. Aua. Los, reicht's!
bin ich sauer. Dass ihr mein LP gesehen habt. Dass ihr diese Folge hier gesehen habt. Aua. Das Codewort lautet... Ihr müsst ein Codewort sagen. Das Codewort lautet... Das Codewort lautet... Amnesia. Oder Amnesia. Amnesia. Das ist das Codewort. Ich muss einfach nur zu mir kommen. Und sagen... Psst. Amnesia. Ah, das ist einer, der meine LP geschaut hat. Rabatt 50% auf alle Materialien. Ja, und dann seid ihr dabei. Ich mach keine Witze, das mach ich ernst. Trilophysis, du stimmst doch zu, oder? Wie war das? Trilophysis stimmt zu. Also. Schwabbel zum Aufzug. Wir testen weiter. Da war er schon wieder. Und hier sind ein paar üblere Gegner. Die blasen zum heftigen Angriff. Und das, was die von sich blasen, das ist Aua. Das ist richtig, richtig Aua. Rumps, 91 Schaden. Autsch. Oh, ganz viele Gegner. Auf einen Haufen. So, ihr dürft keine mehr schlagen. Oh, hier kriegt man aber Geld ohne Ende. So. Hier gilt es wieder, Schlüssel zu finden für diese Türen. Ich muss ja auch noch hier erklären, ey. Oh, Monsterbone. Die habe ich auch im Angebot. Die waren aber auch nicht billig. Da ist wieder ein Green Shard, Geld. Das Übliche. So, ja, ich hätte die Glocken hier schlagen können. Denn werden die natürlich paralysiert. Und wissen denn nicht, wohin die laufen sollen. Aber was soll's. So, wir machen erstmal hier links. Das links, links. Das links machen wir links übrigens. Und wenn wir was nicht links machen, dann machen wir rechts. So, erstmal alle Büsche kaputt machen. Ich drücke den Schalter und dann kommt Hundetürme. Wie viel Schaden? Aua, mache ich? 21? Jetzt doch so mehr, oder was? Hä? Was ist denn mit meinen Toren los? Aua! Ich bin auch fast mit Bioshock durch. Da. Perfektes Beispiel, er kommt angerannt, betäubt. Man schlägt auch schlägt auch langsamer. Oh, ich hätte gern einen Friedhof zum Mitnehmen, bitte. So, irgendwo ist ein Schalter hier unten, unter den Stein und... Genau, der macht die Türen auf. So. Der geht in die andere Richtung. Gucken wir mal auf der anderen Seite nach. Der geht von uns weg. Und genau den wollen wir haben. Also gehen wir vorsichtig rauf und laufen einfach mit. Im Endeffekt ist das hier eigentlich nur Zeitschinden. Das ist Zeit-Totschlägerei. Da ist er wieder. Ein Leben. Brauche ich nicht. Ich sage, follow me. Zu Deutsch. Folge mir. Boah. Das war haarscharf knapp. Sollte ich Schaden fressen, während ich einen Gegenstand in der Luft halte, wird sofort fallen gelassen. Eiskalt. Der wird sofort fallen gelassen. Keine Gegner? Das waren hier immer Gegner, wo ich ankam, aber ich bin auch meistens immer rechts rum. So, auf der anderen Seite haben wir auch noch Wege abzugehen. Ich zerschlag jetzt nicht jeden einzelnen Kristall, also das spart... Oh, das war sehr knapp. Das spart doch einiges Zeit. Hier, die Dinge kommen wieder. Das haben wir ja schon gelernt. Naja, zu spät.
sauber gemacht. Gerade noch gerettet. So, mit dem Geisterblock da vorne machen wir alles kaputt. So, dann will ich mal einmal außen rum. Nö, ich mach hier kaputt. Denn ich will das Geld haben. Und außerdem muss ich hier sowieso den Knopf drücken. Um die Tür zu öffnen. So. Danke für Critter Carapace, okay. Die sind doch, ich glaube, die sind auch etwas teurer. Ich habe die Preise jetzt nicht alle im Kopf. Ich weiß nur die von den Charts ungefähr. Nein! Das meine ich mit Schieden. Toll, er hat nichts verschluckt zum Glück. Macht nichts, wenn die mich treffen, ohne sie leben. Und das meine ich nicht des Hundeturms. Hallo, du hast es auch in der Hand gehabt. Manchmal rutscht der Finger vom Schlüsselbund und deswegen verliert er ihn. So, jetzt sind da Gegner, ne? Natürlich. Die haben aber eine eiserne Faust, muss ich sagen. Noch mehr hier? Ja, das war's. Das war's. Hier haben wir einen Bossknopf. Das heißt, Tür geht hinter uns wieder zu und vor uns auf. Wie immer. So. Hier möchten wir das da oben wegmachen. Weil das mich ein bisschen stört da oben. Sonst nichts. Dann machen wir hier weg. Können hier rüber. Und eine Besonderheit. Zack. Die gehen sofort wieder ran. So, und hier müssen wir einmal schnell durch, weil das auch sofort kommt. Und jetzt haben wir einen kleinen Mini-Kampf. Ich kümmere mich jetzt mal um den kleinen Kram. So, das war's auch schon. Ja, war nicht viel. Ich glaube, jetzt sind wir auch... Ja, genau, dahin ist das Tor und ich muss sagen, wir sind schon bei Tiefe 7 angekommen gleich. Und Tiefe 7 heißt Bossraum. Ah, ne, da müssen wir... Oh, jetzt haben wir noch einen Bosskampf vor uns. Ich mache 52 Schaden an den Dingern. Auch an diesen Hunden. Ich fand ihn auch 64... Mit dem Exitus-Schlag also 64. Ich spam einfach nur den Knopf und dann passiert ihn. Oh, geil, cool. Das waren 50 Gold-Galleonen gerade. 50 Goldkronen. Spirales Euro kann man auch sagen hier. Ja, eindeutig. Also der Jingle ist zu leise. Das muss so laut sein. Das muss richtig fetzen. So. Mir ist Geld... Oh, wir haben mal viel Wärme gekriegt. Guck, wie voll unser Wärmecontainer ist unten. Aber wir haben auch Geld gekriegt. So ungefähr 3000 habe ich jetzt gerade gut gemacht. Ja, 2000. Mir ist auch Geld lieber. Ich freue mich immer, wenn in den Containern Geld ist, weil Geld ist gut. Damit kann ich mir Energie kaufen und so weiter. Ja. Noch kein Level, aber die sind gleich auf. Gloaming Wildwoods, Lair of the Snarbulax. Wir haben den Bosskampf vor uns. Und den werde ich euch einfach mal zeigen.
Ja. Da steht er schon. Kann versuchen, ihn abzuschießen. Er wehrt meine Schüsse ab. Und jetzt verbuddelt er sich. Ja. Diese Herzen stehen hier nicht umsonst. Ich denke mal, die sind vor jedem Bossraum. Das ist der einzige Bossraum, den ich jemals gesehen habe. Der einzige richtige Boss. So. Wir können einmal hier vorbei. So. Und uns die Gegend ansehen. Hier sehen wir eine Glocke. Das heißt, uns erwarten Köter. Da hinten sind tolle Sachen. Da wollen wir hin. Sagt willkommen zum Snarbolax. So, das ist er. Unser erster Boss. Oder mein Meer, der habe ich schon längst besiegt mal. Autsch. Und immer Schild anhaben. Immer Schild, egal wo ihr steht. Ich greife ihn mal an. Wenn ich ihn nicht zu ihm komme. Er wehrt meine Angriffe ab. Und er macht Schaden. Und was für ein Schaden er macht. Ja, Musik sei laut. Dafür müsst ihr die Glocke drücken. Denn dann wird er betäubt. Und dann könnt ihr Schaden machen. Ich mach mal eben Leben. Und immer schön ein Schild anmachen, sonst habt ihr Schaden. Oh, das war ein bisschen hart. Ja, ist gut. Komm her. Ach, toll. Ja, das kann er auch. Der kann cheaten. Ihr könnt ihn Sachen an den Kopf werfen. Das macht ihn über... Autsch. Das macht ihn überhaupt nichts. Ja, ich kann ihn einen Schaden machen. Okay, denn das war's wert. Rums, rums. So. Ich denke mal einmal noch und dann ist er weg. Ja. Er ist erledigt. Rums. Ah, das da oben ist die Belohnung. Wir holen es uns. Und was kriegen wir? Natürlich das, was wir für jeden Boss kriegen. Eine spezielle Marke. In diesem Fall dreimal Frumious Fang. Die findet ihr hier bei den Marken. Unter Forge Spark, blablabla. Da Frumious Fang. Und wie ihr seht, ich habe ihn schon mal besiegt. Zweimal. Eigentlich mehrmals. Grimspark, Geld und das nicht wenig, nochmal Geld und das nicht wenig, Wärme, 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 Geld und Geld. Ich habe ja mal 4 Grimsparks gekriegt, das war Hammer. Unser Leben spült sich stetig nach oben. So, und wenn ihr, das werden wir noch mit den anderen Leuten sehen. Wenn ich mit der Mike oder mit Trilophysio oder wer auch sonst immer noch hier runterkommt, dann kriegen wir hier ein Modul. Und zwar das Aufklärungsmodul von Gloaming Wildwoods. Aber das lese ich jetzt nicht vor, das mache ich auch nochmal. Wir gehen runter. Aber vorher müssen wir noch einen ganz kleinen Strich kriegen. Wir gehen runter ins Moorcroft Manor, Stadt der ruhelosen Geister. Großer Zwischenstopp für Reisende durch das Uhrenwerk. Und ja, Moorcroft Manor soll Anlehnung von Warcroft sein. Habe ich irgendwie gelesen. War doch bei Charakter irgendwie so oder sowas, ne? Ja, Erfolge, ja. Wo war das denn? World of Moorcroft, genau. So war das. Oh. Ich laufe mal kurz hoch, ne? Yeah. Meine Stimme ist weg. Aber es ist auch Zeit. Ich mache jetzt Schluss. Oh, hier steht der Händler.
Cosma. Hier ist ein Rezeptaktivierungsmodul. Und hier ist der Spiral Warden. Und ich habe tatsächlich mal gelesen, mitten im Chat, was ist denn ein Spiral Warden? Wer ist denn Spiral Warden? Weiß ich gar nicht. Und so weiter. Ja, das kommt davon, wenn die Leute hier nicht runterkommen. Und nicht lesen. So, normalerweise kommt man nicht weiter, wenn man erstens kein 3-Sterne-Schwert hat. Habe ich. Kein, ja, oder Schusswaffe. Schwert oder Schusswaffe, beides gilt. Oder 3-Sterne-Helm. Oder 3-Sterne-Rüstung. Und Schild. Diese Sachen müssen erfüllt sein. Sonst ist hier das Feld rot. Und wenn alles erfüllt ist, könnt ihr durch. Mein Kumpel, Shadowlight oder Skeller, habt ihr ja gesehen, war... Er konnte nicht durch. Ich schon. So, und hier sind lustige Leute. Willkommen in Morcroft Manor, wo müde Seelen Beine hochlegen können, sofern vorhanden. Wenn du die Nacht bleiben möchtest, bitte bedenke, dass wir die Zimmer alle 99 Jahre etwas drehen, bei Vormond ein kostenloses Frühstück servieren und dass du diesen Ort nie mehr verlassen kannst. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. danke sehr. Ja. Es sind Zombies und Geister. Hallo. Nimm's doch mit. Ich will nämlich noch... Oha. Habe ich gerade eben richtig Leben dazu gekriegt? Irgendwie ja. Okay. Hier unten haben wir noch einen Händler. Und zwar ist es Brinks, der Magenhändler. Für den können wir jetzt unsere Fisch... gesammelten Frumius Fängen eintauschen oder auch nicht, weil das nämlich nicht reicht. Oder sonst was. Dazu ist da hinten noch irgendwie so ein komisches Teil. Ansonsten ist hier recht wenig. Eine Geisterschiene haben wir. Also das ist halt ein Untotenstadt und Untotenzwischenhalt anscheinend. Hier sind Geister. Und die verkaufen komische Sachen. Wieder Pots 6 für 1200. Und noch was. Superfeuerfilole. Das sind die abgegradeten Versionen von den Dingern da oben. Die machen mehr Schaden. Aber davon finden wir unten noch sehr viel. Und ich würde von den beiden nichts kaufen, weil ihr findet so oder so einen 4er Pot. Das reicht. Hm? Was für ein dunkles Ritual. Okay. Was bringt das denn hier? Überall miaut's. Ansonsten ist das recht schick hier. Ja. Okay, also das ist Morcroft Manor. Ein Zwischenhalt, um aufzurüsten, um... Dingsen und was auch immer. Und hier oben ist der Teleporter nach unten. Wo hätte er uns hingebracht? Ich werde sowieso Schluss machen, das ist ein bisschen zu viel. Concrete Jungle Blight Boulevard. Hm? Ich könnte, wenn ich wollte, bis nach unten durch, bis zum Kern. Aber es dauert ewig. Guckt euch das an, wie lange der Weg ist. Ich müsste erstmal bis... Ich komme sowieso nicht bis nach unten. Ich komme, glaube ich, maximal bis Emberlight, statt der verstoßenen Gremlins. Dorthin komme ich maximal und ich glaube, dort würde mich der Spiral Warden aufhalten. Denn ich denke mal, der ist auch dort. Und er würde sagen, ne, Junge. So wie er aussieht, ne. Das wirst du nicht überleben. Deswegen, und hier kommt man normalerweise hoch. So, ich muss gleich noch was erklären. Wenn ihr es hier runter gespielt habt, dann könnt ihr hier bei Fortschritt ansehen und kriegt hier einen Stern bei diesem Tor. Hier seht ihr die verschiedenen Tore. Rang 1, Rang 2, Rang 3. Und ich habe noch keinen Zugang zu Rang 3. Mir fehlt noch zwei Sachen.
Ja, und ich muss, wenn man hier keine Sterne hat, muss man 200 bezahlen, um dorthin zu gehen. 200 Coins. Wie immer. Ne, und da ich jetzt dort bis nach unten gespielt habe, brauche ich gar keine 200 mehr bezahlen, sondern kann direkt dort unten anfangen, ohne Geld zu bezahlen. Deswegen habe ich das einmal mal durchgespielt, bis nach unten. Und ich denke mal, es lohnt sich doch. Wir fangen irgendwann mal da unten an und dann mit Trilophysis und ja. So, ich muss noch mal was abliefern. So, nun habt ihr jetzt auch mal den... den Snarbolax, den Boss, gesehen. Danke für den Ruckler. Das war geil. Ja. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Ich habe ja noch was zu tun hier, dank den Sachen, die verkauft wurden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und mal schauen, wen wir dann als nächstes spielen. In der 5. Folge von Spirit Knights. Bis dann.